geht ab und zu mal heute. Ist wirklich was Schlimmes passiert. Ich traue mich euch das gar nicht zu sagen, aber ich muss mal mit hin zum Container gehen. Ich sag euch ehrlich, wo ich das gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Hä? Russack! Alter, ich war vorhin Mountainbike fahren da oben. Warst du Mountainbike fahren? Da, auf dem Berg, Mann. Und dann war plötzlich irgendein Mann mit einer Toilette da. Keine Ahnung, sein Kopf kam aus der Toilette raus und hat hier ein Auto geklaut. Nein. Ich dachte, das gehört niemandem. Jetzt fahre ich gerade hier vorbei und ich sehe dich. Bro, Russack, sag das bitte nicht. Was sag denn? Mir. Nein, das ist nicht Skibididi, die Toilette. Keine Ahnung, er hat die ganze Zeit gemacht. Bro, bitte, das war bestimmt. Er hat gesungen. Nein, Bro! Doch, er hat gesungen, Bro, keine Ahnung. Also nochmal, stopp. Du hast eine Toilette gesehen, wo ein Kopf rausgeguckt hat. Ja, und hat gesungen. So Skibididi-Bap-Bap, Skibididi-Dip-Dip-Dip-Dip-Dip-Dip-Dip, irgendwie so. Bro, ich weiß nicht genau. Hast du gesehen, was der hier gemacht hat? Was wollte der? Wollte der ein Auto kaufen oder was? Ja, ich glaube, er hat es mitgenommen einfach. Ja, Bro, weil hier hinten. Keine Ahnung, das wollte ich euch nicht zeigen. Aus meinem Autohaus wurde einfach nämlich hier hinten. War das zufällig hier hinten gewesen? Ja, ja, ich war doch oben auf dem Mountainbike fahren. Aber ich hab's nicht erkennen können, was für ein Auto war. Keine Ahnung, sah gut aus. Oh mein Gott, das war ein Kundenauto, Bro. Das war absolut der Sportwagen gewesen. Ey, Leute, ich muss mir die wiederholen. Das kann doch gar nicht wahr sein. Hast du irgendwo gesehen, wo die Toilette hingefahren ist? Bro, gar keine Ahnung. Ich sag dir ehrlich, der ist auf jeden Fall in Richtung Stadt gefahren. Okay, alles aber klar. Aber der ist ja schneller als ich gewesen. Ich war ja mit dem Fahrrad. Ich bin gerade hier runtergeflitzt. Ey, Russack, ey, Kuss, dass du mich informiert hast. Aber ja, schönen Tag, ja? Ja, kein Problem. Ciao, gell? Och nee, Leute, Alter, nein, kennt ihr diese komische Toilette? Die treibt sich gerade in jedem Spiel rum. Die ist absolut gruselig. Das ist eine Toilette, da ist so ein langer Hals und so ein Typ, der aus dieser Toilette rausguckt und der singt die ganze Zeit irgendwelche komischen Lieder und der ist richtig gruselig. Aber wieso war er denn hier in meinem Autohaus? Ey, das kann nicht sein. Wir müssen uns unbedingt dieses Auto zurückbesorgen und die Toilette eliminieren. Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe keine Angst vor denen. So, ich werde mich direkt auf den Weg machen. Ey, Leute, ich habe aber keine Ahnung, wo der Typ sich rum... Stani, hol mich raus! Bro! Stani, hilf mir, bitte! Russack, was ist mit dir passiert? Alter, ich war auf dem Schrottplatz, da vorne war er, ich wollte ihn zur Rede stellen, dann hat er mich in eine Toilette gesteckt und jetzt bin ich in der Toilette drin! Nein! Bro, hat er gesungen? Bro. Hat er gesungen? Ja, es geht mir die. Und der war auf dem Schrottplatz gewesen, oder was? Ja, aber guck mich an. Ich bin in der Toilette. Hol mich in das Haus. Bitte. Ey, Russack, ich kann dich nicht rausholen. Du musst bitte, ins Krankenhaus fahren. Bitte, hol mich. Kannst du das nicht zerschlagen mit einem Hammer oder so? Riskier's einfach. Ich probier's, warte. Okay, warte, mach. Okay, Russack, ich hab jetzt hier. Oh, das ist ein Laserschwert. Das wollte ich nicht. Mit dem Laserschwert oder was? Lieber nicht, oder? Versuch es einfach. Laserschwert könnte echt gefährlich werden. Ich hab Angst. Russack! Die Toilette nicht. Hol dich da raus! Ey, das wird geht nichts. Nicht, Mann. Bro, wir müssen, glaube ich, diesen Toilettentypen ausschalten, dass der Fluch der Toilette von dir entfernt wird. Oh, ich kann nicht, mal. Ey, Russack, keine Sorge. Ey, bleib einfach hier, setz dich hier in mein Büro rein und ich werde hinfahren. Ich werde das klären für dich. Ja, bitte mach das schnell. Alter, oh mein Gott, Leute, nicht Skibidibi, die Toilette, ey, Mann, wenn der jetzt noch singt. Wir müssen aufpassen, Leute, sobald der anfängt zu singen, sollten wir auf jeden Fall abholen, weil dann wird's richtig gefährlich. Russack meinte, der ist direkt hier in der Nähe auf dem Schrottplatz und da wäre, ey, Leute, oh mein Gott, ich werde ihm direkt eine Falle stellen. Ich habe eine Idee, ich weiß noch nicht, wie wir das machen, Leute. Oh, alleine ist ein bisschen schwierig. Aber ich werde ihn, weil der steht anscheinend auf schnelle Sportwagen, ich werde mein GT63S dorthin stellen, werde mich entfernen und dann, dann irgendwie werde ich kommen. Oh mein Gott, Leute, dann werde ich mir den holen, das ist der Plan. Dann werde ich ihn erstmal beobachten. Aber ich weiß, der ist schnell mit dieser Toilette, Leute, weil es gibt nämlich zwei Typen davon. So, ich werde jetzt hier... Kalle, ich stelle mal hier kurz das Auto hin, ja? Alles gut hier. Und wir werden natürlich das Auto offen lassen, dass er direkt sieht, okay, das Auto ist nicht abgeschlossen und das kann er klauen. Und jetzt werde ich mich einfach irgendwo hier in der Nähe auf ein bisschen erhöhte Position verstecken und mit Scharfschützengewehr ihn beobachten. Boah, er wird so keine Chance haben. Am besten da, Leute, hier auf dem Dach hier vorne. Das wird am cleversten sein. Leute, ich habe jetzt hier wirklich eine perfekte Position, falls sich die Toilette hier irgendwo befinden sollte. Nein.
Nein! Bro, er ist clever, Leute! Weil, nein, er hat daraus einfach eine fahrende Toilette gemacht. Wie krass ist dieser Typ bitte? Nein! Bro, jetzt spawnt er da überall Toiletten. Was ist das denn? Er wird sich wahrscheinlich in diesem Teil verstecken und wird das als Schutz nutzen. Jetzt kann ich natürlich mit der Sniper hier nichts machen, aber er spawnt hier überall um meinem Auto die Toilets, Leute. Es könnte natürlich sein... Nein, 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 nein. Bro, Leute, der ist echt richtig gruselig. Ich sag euch ehrlich, wir müssten... Ich muss ihn zur Rede stellen. Ich muss fragen, was er will, weil... Freunde, ich kann ihn nicht abschießen. Er ist geschützt durch das Häuschen. Wisst ihr, was ich meine? So, ich werde direkt hier eine Waffe nehmen, Leute. Und dann werde ich ihn jetzt hier zur Rede stellen. Oh, ey, hört ihr diese Musik, Leute? Hört ihr diese Musik? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey! Still bleib, Skibbledy! Alter! Alter! Alter, was willst du von mir? Standard-Skill. Skibbledy Standard-Skill. Ja, ich bin... Komm raus aus der Toilette! Nein, Standard-Skill. Was? Schnappe dir, mein Freund! Hey! Was, Alter, was willst du von mir? Komm aus der Toilette raus! Komm du raus! Du hast keine Chance, schieß mich doch ab! Bro, ist das... Alter, Leute! Bro, was? Okay, Skibbidi Bip, ich hab hier einen Raketenwerfer, überleg's dir jetzt nochmal ganz genau! Entweder kommst du jetzt raus und ich werde, oder ich werde dich ausschalten und lass Russack in Ruhe! Probier es doch! Skibbidi Bip, hinter dir, guck mal, hinter dir! Auf Wiedersehen, Shaggy! Bro, lass mich in Ruhe, Junge, ist das dein Ernst oder was? Skibbidi Bip, was willst du von mir? Was willst du? Sag jetzt! Du willst doch auch eine Toilette werden. Ich will dein... Wow! Alter, ich will deine wahre Form sehen. Komm raus da. Du willst mich sehen? Na gut, ich mach dir ein Angebot. Sag, was? Du bringst mir dein bestes Fahrzeug von der ganzen Stadt. Okay, okay. Und... Deinem Freund ein Crimex, sein Auto und ihn mit dazu um 3 Uhr nachts auf den Mount Chiliad. Um 3 Uhr nachts auf dem Mount Chiliad. Und dann wird dann ein Freund von dir ist schon eine Toilette. Wenn ihr nicht kommt, werdet ihr auch eine Toilette. Nein, 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 nein. Wirst du deine richtige Form auf dem Mount Chiliad zeigen? Ja. Ich werde um 3 Uhr nachts auf dem Mount Chiliad kommen, aber vorher... Bro, er ist einfach zu stark, Leute. Er muss rauskommen. Er muss aus... Alter, Leute, der ist ja voll crazy. Ey, was? Ey, Leute, das ist... Ey, ich sag euch ehrlich, ich habe gegen den Typen einfach keine Chance. Er muss aus der Toilette kommen. Deswegen müssen wir gucken. Ey, ich muss erstmal zu Max gehen. Alleine habe ich wahrscheinlich gegen den keine Chance. Diese Panzerungstoilette, die er da hat, das ist natürlich clever. Er wird damit unterwegs sein und oben auf Mount Chiliad wird wahrscheinlich seine ganze Toilettengang sein, die mich dann wahrscheinlich angreifen wird und einen in den Hinterhalt locken wird. Aber wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen jetzt das beste Auto besorgen, dass es echt aussieht und ich muss erstmal zu meinem Freund King Crimex, Leute. Ich brauche jetzt echt Hilfe. Guckt euch das an, was er mit unserem GT63 gemacht hat und guckt euch an, was er mit Russack gemacht hat und das wird mit uns als nächstes passieren. Freunde, ich will nicht als Toilette weiter. Weiterleben, bitte nicht. So, Leute, ich habe jetzt kein Auto mehr. Ich bin jetzt hier eigentlich gefangen auf dem Schrottplatz. Deswegen werde ich jetzt meinen Freund King Crimex anrufen. Ich hoffe, er wird schnell da sein. So, Leute, es klingelt. Ich hoffe, er geht gleich ran. Ich hoffe... Hallo, Max, bist du da? Ja, Stani, was los? Ey, Bro, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Es ist wirklich diesmal sehr, sehr ernst. Wo gut, bist dass du? Ich komm. Komm schnell auf dem Schrottplatz. Ey, es ist, Bro. Wie, welcher? Der im Sandy Shores oder was? Ja, ja, der in Sandy Shores, Bro. Wir haben Russack schon verloren. So viel kann ich dir sagen. Russack ist weg. Russack ist raus. Komm bitte schnell. Mayday, okay, Mayday. Mich. Tschüss. Los, let's go. Oh, Leute, auf Max ist wirklich immer Verlass. Jetzt wird er uns gleich hier abholen und dann müssen wir uns natürlich vorbereiten, dass wir irgendwie den Typen stoppen. Oh mein Gott, ey. Da ist er ja schon. Oh mein Gott, der ist mit seinen Kallenden gekommen. Ey, Max, 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 Junge. Ja, was ist los? Ey, guck mal, was hier mit meinem GT63 passiert ist. Siehst du die ganzen Toiletten und alles hier? Das ist ein Haufen Toiletten. Ja, Bro, der Toilettenmann ist hier. Skibbidi Bip ist hier unterwegs. Was? Ja, Skibbidi, frag nicht, Bro, er hat schon Russack... Sprachfehler? Nein, er hat Russack schon in eine Toilette verwandelt und wir sind die Nächsten.
Welche von den Toiletten ist russig? Ja, hiervon ist ja keine, aber er ist gerade ins Krankenhaus gefahren, ey. Und ich habe ihm probiert, auch zu helfen und alles. Russig, bist du da drin? Nein, das Russig, ist... komm raus! Ey, Bro, der Typ, der ist so krass. Der hat eine gepanzerte Dixie-Klo-Toilette, mit der er hier rumfährt. Und er hat gesagt, wir sollten um 3.33 Uhr auf dem Mount Chiliad fahren. Aber es könnte sein, dass seine ganze Toilettengang da ist und uns zur Falle stellen wird. Alter, ey, das hört sich irgendwie ein bisschen krank an. Ey, wir müssen, Max, komm schnell in meine Tuning-Werkstatt. Wir müssen schnell, ich fahr, komm rein. Bro, okay. Kann ich mit der Kalinde kurz fahren? Ich werde wir müssen den auftunen. Ich sag dir ehrlich, der ist zwar schon gut getuned. Der ist doch getuned. Ja, der ist getuned. Wir müssen ihn noch mehr tunen, weil es könnte echt sehr, sehr gefährlich werden, glaub mir. Okay. Bro, wir fahren jetzt erstmal schnell zu meinem Stunny Performance, werden dein Cullinan tunen und dann müssen wir noch das teuerste Auto aus Los Santos besorgen und wir müssten nämlich, er wollte nämlich, dass ich dich ausliefer. Hä, warum mich? Was hat das mit mir zu tun? Ich weiß das auch nicht, aber wenn ich dich nicht ausliefer, wird er alle in Toiletten verwandeln. Egal, dann soll er alle in Toiletten verwandeln. Nein, Max, glaub mir, dann haben wir einen Fluch auf uns. Das ist nicht gut, Mann. Das ist wirklich nicht gut. So, wir sind hier vorne schon bei meinem Stunny Performance. So, zack. Ah. Nein, da ist Russack! Russack! Hey, Stunny, holst du mich ja nicht aus der Toilette raus, Mann? Alter, Russack, wie siehst du aus, Mann? Alter, guck mal die Toilette an, die schimmelt schon. Russack, das tut mir echt leid. Ja, hast du ihn? Voll gemacht, hast du es endlich geschafft? Holst du mich jetzt? Ja, die war davor normal, aber ich musste auch mal. Und Bro, ich werde jetzt mit Max mich vorbereiten und dann werden wir gleich auf den Mount Chiliad fahren und dann werden wir den Typen erledigen. Ey, ich will keine Toilette mehr sein. Ich weiß. Komm, Max, komm rein. Wir werden jetzt hier deine Karre erstmal tun. Ich aus der Toilette. So, hier mein Stunny Performance. Was sagst du? Ich habe mich jetzt hier neu aufgebaut ein bisschen. Ja, das sieht aus wie eine Müllhalde hier. Oh, guck mal hier. Ich habe sogar eine Tuning-Werkstatt, ey. So, Leute. Ja. Ich habe jetzt hier einige Teile schon besorgt die letzten Tage. Und jetzt kommt hier wieder Stunny Performance zum Einsatz. Und jetzt werden wir unser erstes Auto mal richtig auftunen hier. Und das Auto wird Max sein Cullinan sein. Let's go! So, Max, guck dir mal das hier an. Junge, ich hab vorne noch ein bisschen Verstärkung rangebaut, weil wir natürlich auch auf Dings fahren werden. Alles ist full gepanzert. Also das Auto ist wirklich echt sehr sicher in Breitbau gebaut. Bro, guck dir das mal an. Der Wagen ist nur Breitbau. Der ist nur Breitbau und der ist jetzt noch gepanzert. Checkst du, was ich meine? Der ist full panzert. Junge, ist das Ding krass. Bro, komm, fahr du wieder. Du weißt, wohin musst. Ja, der ist richtig krass. So, wir müssen jetzt erstmal nach Los Santos. Also, wir müssen auf jeden Fall das Auto hier mitnehmen. Nämlich, er wollte ein Auto von dir haben. Russack. Nein! Russack, hör auf damit! Er hat sich verwandelt. Nein! Hör auf, Max! Max, hör auf! Max. Ich hab ihn gestoppt. Bro! Ah. Ey, Russack, du dürfst. Das tut mich hier raus, Mann. Russack, du dürfst nicht singen. Russack, nicht singen. Was denn? Ich hab doch gar nicht gesungen. Doch, du hast gerade Skip. Ich werde dich jetzt aus der Toilette befreien. Ja, aber hör auf! Max! Ich hab jetzt auch schon probiert. Okay, probier's. Okay, funktioniert nicht. Russack! Nein, Russack! Was denn? Ey, der wird. Oh, Max, du musst uns beeilen, Mann. Max, wir haben nicht mehr viel Zeit. Komm schnell rein. Bitte holt mich raus. Nein, Bro. Checkst du das? Wir werden auch singen. Und wir werden auch nur noch Skibidi-Bip-Dip machen. Und dann ist alles vorbei. Langsam nicht mehr zu helfen, ey. Aber ist egal. Gut, ab in die Stadt. Da werden wir uns das teuerste Auto besorgen von so einem Millionär. Und dann ist over, Leute. So, Max, du weißt, wer der reichste Typ ist, ja eigentlich Touren. Aber von Touren würde ich auf jeden Fall kein Auto klauen. Da kriegen wir nämlich ein richtiges Problem. Das würde ich auch nicht machen. Ich glaube, der Typ hier, der hat mit die krassesten Autos in Los Santos, so wie ich es gesehen habe. Okay, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Bro, das ist Müller-Meiermann, Alter. Der hat der ist hier Dixie-Klo-Millionär. Alter. Ja. Oh, guck mal, was der hier für eine Villa hat, Junge. Moin. Alter, Bro, was hat der denn? Moin. Was hat der denn? Ja, servus, was macht ihr denn hier? Moin. Lauf mal bitte raus, ist mein Grundstück, ja? Bro, warum so unfreundlich? Hallo? Ja, ihr seid doch mein Grundstück, ne? Oder? Gut, komm mal. Auch rauswerfen. Hallo, soll ich euch jetzt hier... Geht mal raus hier. So, weg hier. Komm mal raus, wir sind YouTuber. Ja, und jetzt? Was soll ich mit euch YouTubern? Du, pass mal auf, wir würden gerne ein Auto von dir kaufen. Ja, welches denn? Könnten wir uns mal umgucken? Hast du Geld dabei? Wir haben sehr viel Geld. Wir haben, sag ich mal, wir fahren Rolls Royce. Wir sind super reich. Tuan ist unser Sohn. Ja, komm rein. Oh, hat funktioniert. Sehr gut, Leute. So. So, Leute, Max, was denkst du, was das beste Auto ist? Wir brauchen von dem das beste Auto. Der hat hier schon...
schon echt paar krasse Autos. Auch krasse Ferraris, aber ich würde fast sagen, boah, der Bugatti ist eigentlich schon mit das Krasseste. Der Bugatti war, oder hier der 812 hier. Der boah, der 812 ist auch sehr, sehr krass, Leute. Was würde, ich sag dir ehrlich, ich glaube, die Toilette würde diese 812 wahrscheinlich mehr feiern, oder? Was ist für ein Ding? Der ist aber teuersten ist der Bugatti natürlich. Ja, nee, lass lieber den Bugatti da nehmen. Wir würden gerne hier diesen Bugatti käuflich erwerben. Es handelt sich 4 Millionen. Max, ich habe nur noch 2 Millionen. Hast du vielleicht, Spontan dabei habe ich jetzt auch keinen. Ich muss jetzt bei der Bank. Wie viel haben Sie noch mal gesagt? 2 Millionen machen wir direkt. 4 Millionen. Wie viel? 4. Bro, es geht um die Toilette. Skibidi die Bieb. Was lehnen Sie denn da, ne? Max, komm mit. Max, komm mal mit. Ja, Max, okay. Komm mal mit. Ey, Max, ich sag dir ehrlich. Pack die Knarre weg, bevor die Bullen rufen. Max, ey, Wir sind doch nicht umsonst die Einbruchbrüder, oder? Ja, natürlich. Sind wir die Einbruchbrüder oder sind wir die Einbruchbrüder? Ich knüppel dem einen über, ey. Sehr gut, pass mal, weißt du, was wir jetzt machen werden? Wir werden jetzt hier rausgehen und dann werde ich jetzt sagen, Bro, ich werde sagen, Paket, Paket, und du haust ihn direkt eine von mit dem Knüppel okay, vorne. Ich warte hier hinterm Baum. Ja, warte hinterm Baum, Bro, warte hinterm Baum und ich hole ihn raus. DHL Post, hier ist der Post, Amazon Prime, hallo, ja! Max! Oh mein Gott, Max! Kalle, ich hol das Auto! Oh mein Gott, Leute! Okay. Oh, Bro, es hat geklappt! Oh mein Gott, Leute, wir haben 3 Sterne bekommen! Max, Polizei wurde informiert! Oh mein Gott, nein, ich komme nicht vorbei, die ganzen Autos stehen hier im Berg! Dick, ich muss über den Dings fahren! Max, wir müssen schnell weg, ich hab 3! Hast du auch Sterne? Junge! Nicht. Okay, wir müssen jetzt schnell weg! Fahr vor! Auf okay, die Autobahn okay. Am besten, dass wir die Polizisten abhängen können. Oh mein Gott, wie krass ist das bitte? Wow! Ja, oh, die Straßensperre hier mit Nagelbrenner, pass auf! Aber der Kalle ist. Panzerte Reifen, alles gut. Das ist sehr gut, sehr, sehr gut. Okay, aber wie soll es eigentlich locker schaffen? Wir fahren hier nicht umsonst einen Supersportwagen. Die können uns doch niemals hinterherkommen. Oh, Höchstgeschwindigkeit. Guckt euch das an. Leute, Polizei schon abgehangen. Ich werde hier Offroad, Max. Okay, alles klar. Nein. Okay, Sterne blinken. Offroad Action. Okay, komm hoch hier. Kommst du hoch mit dem Kalinin? Ja, normal. Okay, sehr gut. Sterne blinken. Ich denke mal, die Polizei können wir hiermit abhängen. Ja, die werden hier safe nicht hinterherkommen. Die Polizei ist abgehangen. Sehr gut. Mhm. Alter, guck mal jetzt hier unsere 2 Autos an. Okay, wir müssen jetzt warten, bis es dunkel wird. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt, wenn es so ein bisschen dämmert, werden wir direkt losfahren. Du nimmst ja einen Riesenknüppel mit und ich habe ein Laserschwert. Ja. Boah, die werden wir richtig auseinandernehmen, Leute. Wir müssen jetzt hier warten, bis es dunkel wird. Und dann heißt es, da oben auf diesen Berg zu fahren. Und dann werden wir gegen Skibidi Bip die Toilette kämpfen müssen. Okay, Max, es ist jetzt 12 Uhr schon. Wir haben es jetzt wirklich schon richtig spät. Ich habe zur Not auch einige Waffen noch besorgt, ne? Also, guck mal, wie geil hier die View ist, Bro. Sehr gut. Das sieht richtig nice aus. Okay, lass in die Autos reinsteigen. Und wir werden jetzt gemeinsam den Mount Chiliad hochfahren. Und ich sage, jetzt können wir noch mit Licht fahren wegen der Polizei. Nicht, dass die Polizei uns hier anhält. Aber ich würde sagen, wenn wir so am Ende des Mount Chiliad sind, müssen wir auf jeden Fall das Licht ausmachen. Okay, alles klar. Max, fahr du am besten mit dem Kalinin langsam vor, weil der ist deutlich besser gepanzert. Falls schon mal Toiletten kommen sollten, werden wir die direkt wegrammen. Fahr langsam. Und Max, mach jetzt am besten, würde ich sagen, das Licht aus, Bro. Dass sie uns nicht sehen von unten. Weil das soll auch so ein bisschen Überraschungsangriff sein. Aber wir werden uns erstmal kooperativ zeigen, okay? Ja, ich kann Lichter nicht ausschalten hier. Doch, du hast Lichter aus. Das sind nur diese Tagfahrlichter, die können anbleiben. Aber ich habe hier die Lichter aus, sehr gut. Okay, Leute, also bisher muss ich... Hast du gerade die Musik gehört, Max? Ey, da... Nee. Oh. Oder war das Radio? Ich weiß es nicht. Bro, das ist hier so gruselig, Leute. Aber ich habe auch was gehört. Ey, wir haben es gleich 3.33 Uhr, das ist Geisterstunde, Bro. Nein, ich hab Angst, Leute. Überlegt mal, jetzt kommt hier eine Toilette um die Ecke, dann haben wir aber ein ganz richtiges Problem. Zum Glück sind wir zu zweit und nicht alleine, weil, ich sag euch, alleine, Leute, hätte ich hier zu dolle Angst, überhaupt auf den Mount Chiliad zu fahren. Oh, so, okay. Ey, der Weg ist auch echt immer kompliziert. Das haben die wahrscheinlich auch gemacht, dass wir nicht direkt abhauen können und dass sie uns hier halt eine Falle stellen können. Sehr gut. Achtung! Was war denn da, Max? Hast du das gesehen? Toilette! Nein. Da ist eine Toilette vor uns. Das ist nicht gut. Wir sind hier auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Da werden richtig viele Toiletten sein, sag ich dir jetzt schon. Vorsichtig. Ich glaube, irgendeine Toilette hat mich sabotiert gerade. Ja, wir müssen aufpassen. Oh, Gottes Willen, Leute. Jetzt fängt das hier schon an mit diesen komischen Toiletten.
Die Musik wird lauter. Die Musik wird langsam lauter. Irgendwie ganz, ganz komische Musik diesmal. Nein, ey. Hä? Oh, was ist das, ey? Man merkt richtig, dass davon richtig viele hier sind. Oh mein Gott, Leute. Was ist da vorne? Ich habe Angst, Stani. Nein, nein, nein. Toilette. Max, Toilette, Toilette. Hier. Ey, die wollen uns aufhalten. Ja. Bro. Voll schwer, hier so am Rand entlang zu fahren. Aber das Ding ist, das sind noch zum Glück leere Toiletten und keine... Oh, was war das? Das sind noch leere Toiletten, Leute. Da sind noch keine Menschen drin, ne? Wow, wow, wow. Max, hier waren gerade Schüsse. Wir sollten aussteigen. Laserschüsse. Okay, wir haben es gleich kurz vor 3.33 Uhr. So, jetzt müssen wir uns hier langsam fortbewegen. Es könnte sein, dass hier die Toilettenarmee uns direkt angreift, ne? Nimm mal am besten direkte Waffe. Wow! Wo kommt das her, Max? Ey, keine Ahnung. Wo kommt das her? Bro, er schießt hier auf uns. Komm, hochpushen, wie bei Hunger Games damals. Bro, da kommt ein Wolf! Oh, ich hab ihn, Achtung! Wo ist er? Junge, komm raus, Toiletten, Johnny! Ey, lass die... Oh, die schießt auf uns, die schießt auf uns! Lass Russack in Ruhe! Junge! Niemand kann uns aufhalten, wir sind hier ein Bruch! Wow! Wow! Wir sind... Nein! Max! Max! Steh auf, Max! Max, bitte! Jetzt, oh Gott. Ey, Alter! Wer uns angreift, hat ein Problem! Achtung, die werfen Bomben! Ey, Junge! Da oben sind richtig viele Toiletten, Max! Nimm Raketenwerfer! Raketenwerfer rauf da! Boom, Junge! Das habt ihr da vor die Toiletten, Junge! Niemand lebt! Wow! Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der Toilettenkönig? Komm raus! Zeig her! Wo bist du? Zeig dich, Toilettenkönig! Ja, vorsichtig! Hä? Bro! Bro! Ja, okay, Mann, du hast deine echte Form. Alter, Leute, wie gruselig der aussieht, ey. Die Autos habt ihr mir gegeben. Toiletten werdet ihr trotzdem. Hä, warum? Die Autos sind doch oben. Schnapp sie dir. Hä? Toilettenmonarch. Toilettenmonarch? Hä? Was ist das? Wow! Schieß auf den, Max! Zurück! Schieß auf den, Einbruch, Brüder! Oh! Oh mein Gott, oh mein Gott! Bro, ich muss andere Waffen wechseln, Er schießt auf mich, Max! Bro, schieß auf den! Oh Gott, der ist echt stark, Oh, sehr gut! Angriff! Wir haben ihn gleich! Los, haut drauf, Stani, haut drauf! Bro, er haut ab! Junge, hier, nimm das, Alter! Junge, der hat unendlich Leben, glaube ich! Das ist der ist super stark! Okay, warte, jetzt reicht's, Max! Ich nehme mich im Minigun! Nimm Minigun! Oh Gott, haben die? Der rutscht da runter! Ich schieß noch mal hinterher! Wow. Wir haben, glaube ich, den Toilettenmonarch eliminiert! Skibidi-Biep, Junge! Er gibt dich! Ihr habt vielleicht meinen Mann besiegt. Ja? Aber mich werde ich ihn nicht besiegen. Natürlich werden wir dich besiegen, Alter! Ihr habt keine Chance gegen den Skibidi-Bomben. Bro, ohne deine Schutztoilette kannst du dich eh nicht bewegen. Wo ist deine Panzertoilette? Max, mach Haftbomb fertig. Ich mach jetzt erstmal einen richtigen Haufen in deine Toilette rein. So. Hey, nein, auf keinen Fall. So. Skibidi-bap-bap, sing, Junge. So, Max, nimm Raketenwerfer raus. Raketenwerfer. Es geht nicht. 3, 2, 1, wow! Schnell weg hier, Max, Junge! Wir haben ihn! Bro, es ist auf einmal wieder hell geworden! Oh mein Gott, Leute! Ich glaube, wir haben Skibidi-Biep-Biep die Toilette besiegt! Der Typ war ja übelst gruselig gewesen! Ich glaube, Russa geht's jetzt wieder besser! Ey, Leute, niemand sollte sich gegen die Einbruchbrüder anlegen! Einbruchbrüder! Checkt auf jeden Fall King Crimex und Russack ab und macht auf jeden Fall sicher, dass Russack keine Toilette mehr ist, Leute! Und tschüss, mit Öl, lasst ein Like und Abo da, tschüss!